Jo Leute, ich muss mich ganz kurz an dieser Stelle nochmal wirklich bedanken. Danke, danke, danke. Für die 3000 Abos. Ich hätte wirklich niemals gedacht, dass wir in so kurzer Zeit so viele neue Zuschauer bekommen. Und ich freue mich echt auf die nächste Zeit mit euch, auf weitere Streams, auf weitere Projekte. Also, dann noch viel Spaß mit dem Video. Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Hallo! Ja, Leute, diese Folge sind die Terrorbirds dran. Was? Hinten ist eine Elite-Schlange. Sie kommt direkt hierher. Nein! Ich pack Musi und bring sie nein, weg. Nein, nein, die ist weg. Nein, die kommt. Das. Ja, egal. So, haben uns jetzt was vorgenommen. Und zwar bin ich jetzt gerade am Croften. Ich brauche jetzt 2 Thatch Wall und dann brauche ich noch ein Dach. Jetzt muss ich aber gucken, was ich dafür jetzt noch brauche. Wo sind die jetzt? Da. Einmal das. Ah, nee. Das war wohl das Falsche. So, das muss ich jetzt kurz gucken. Und da. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich brauche jetzt noch Fiber. Weil wir wollen die jetzt... ich glaube, ich brauche das gar nicht zu sagen. Ich denke mal, ihr wisst schon ganz genau, was wir vorhaben. Bist du jetzt da fertig? Ja, ich habe sie gerade weggeschmissen. Da drüben ist ein Feuer... Ah, nee, Mountain Badass. Wie heißen sie? Biber hier. Biber. So, einmal das. Ich brauche jetzt nur noch eine Wand, dann kann es losgehen. Ich brauche nur noch Fiber. Oh, Leute, wir holen beide. Wir wollen nicht nur einen, wir wollen beide haben. Okay, ich guck mal jetzt. Ja, ich habe 8 Wände. Das müsste locker reichen. Und zack. Und diese eine Plattform machen wir halt, dass wir da raufgehen können und ich so schön mit einem Speer da ins Auge treffen kann. Eiskalt ins Auge auch noch. Ja, warum nicht? Och, Mann, ey. Ich würde sagen, genau hier rein, ne? Mal sehen, ich versuch's, ja? Ja. Ich baue jetzt einfach mal was. Ah, ich weiß nicht, wie genau ich das jetzt baue. Aber ich hoffe, das wird schon gut. Okay, ich glaube, hier muss ich jetzt... Ah, komm, er dockt nicht an. Doch, er dockt an. Super. Er dockt nicht an. Ich baue das jetzt ja irgendwie, ne, weil... Oh, Mist. Ah, es geht. Oh Gott. Der Spinner, dahin? Wenn er schisselt, der macht die Geräusche von einem Bronto. Okay. Das ist ja nicht schlimm. Kann er ja ruhig machen. Shit, ich habe nur noch ein. Ich habe das jetzt irgendwie gebaut. Sieht jetzt nicht geil aus, ne? Aber immerhin, ich mach das jetzt einfach. Versuch es einfach mal. Ja, ich pack das schon. Problem ist, die kommen jetzt auch da raus, aber ich komme hier auch noch raus. Bräuchtest du noch einen? Ja, ich brauchte noch einen. Ah, einen kann ich schon craften. Okay. Das ist quasi die Tür. Soll ich hier eine Tür reinbauen? Nein, das passt nicht. Nee, hä, warum nicht? Also ich glaube nicht, dass es passt. Ja, das passt. Oh, ich guck mal, wo unsere Freunde... Wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. ...rumtreiben, weil ich... Ah, da hinten, okay, gegen einen Zweig. Ach, ich wollte doch Holzwände machen. Bemerke ich erst jetzt. Weil... Oh, die Bretter haben bestimmt richtig dadurch. Oder greifen die es an, wenn die auf uns sind? Das weißt du nicht, ne? Das kann ich dir nicht sagen. Ich Mann, auch mein allererster Versuch, die in so ein Gehege zu fangen. Das wird ein Kampf, ey. Das und da hinten ist der andere Terrorbird. Okay, ich habe beide hier gefunden. Sind alle beide noch drüben? Alle beide sind hier, ja. Alles klar. Oh, das wird ein Spaß, ey. Das wird ein Spaß, die zu tamen. Und wenn wir die fertig haben, dann gehen wir erstmal ab zum Lager. Oh, hier, guck mal, hier kommt was runter. Perfekt. Ich will das mal einsammeln, ja? Den soll ich ihn dir zuerst bringen? Den Weißen. Auf jeden Fall den Weißen. Eigentlich war der andere ziemlich böse zum... Ja, okay, doch. Wegen den Weißen wäre ja fast links gestorben. Sollen wir sehen. Zack, Tür auf, Tür zu. Alles klar, funktioniert. Wo setze ich das hin? Ich glaube, das setze ich gleich hier hin. Ja, jetzt knurrst du von da hinten. Jetzt wird's mich beißen hier. Ach, kann ich... Ach... Ich brauche ja eine Thatch Foundation. Damit ich das da überhaupt machen kann. Mist, wie machen wir das? Glaubst du, die können aus der Tür raus?
Keine Ahnung, einen Kollegen habe ich ja hier schon. Oh Mist, wie machen wir das? Ich weiß nicht, wenn ich die Tür aufmache, ob die jetzt wirklich da raus können. Wollen wir... Oh, Mann. Ich probiere mal kurz was. Ich müsste dann ganz kurz eine Thatch Foundation bauen. Willst du die Dinos nicht dann erstmal vorher hier lieber wegbringen? Nachher geht dann noch was schief. Ja, eventuell. Eventuell. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die das jetzt aushalten oder... Der Digge ist hier aber ganz ruhig. Der macht nichts. Er scheint lieb zu sein. Der ist ganz ruhig. Ja, dann geh mal runter. Dann will ich sehen, was lieb ist. Er scheint lieb zu sein. So, und dann brauche ich jetzt nur noch... Holz. Das ist ein Männchen. Ein Männchen? Okay, so. Eine Foundation bauen. Ich will nur mal was ausprobieren. Ob der eventuell... Manchmal kann man das ja so verarschen. Das Bausystem. Und ich bin jetzt gespannt, ob er es jetzt auch macht. Aber ich wette nicht. So. Dock mal hier an. Wenn das natürlich der Dock... Warte, ich hab's. Das reicht schon, das reicht. Pass auf. Bring die Dinos mal ein bisschen weiter weg einfach. Okay, alle mitkommen. Ups. Alle mitkommen, bitte. Muss erst ja jetzt auch gerufen, ne? Das weiß ich nicht. Ich rufe die alle hier im Wald rein, so, ne? Ja. Oh Mann, ey. Hauptsache, oh dass wir einfach nur ein kleines Stückchen von hier weg sind, weil zur Not, ich kann den ja trotzdem wieder packen. Aber wenn es hart auf hart kommt und die Terrorvögel gehen auf unsere Dinos rauf, töten. Dann hol dir als erstes den Alpha Terrorbird und dann die anderen. Ja, ach, gut. Du hast schon den ersten. Ja klar. Geil. Warte. Ich will kurz gucken, was da drin ist. Wenn jetzt Raw Primey drin ist, dann müssen wir echt gucken. Naja. Eine Armbrust ist drin, Armbrust. Mensch, hier ist doch ein Stego, der hat doch bestimmt Raw Prime. Zementpaste brauchen wir. Das haben wir auch genug. Das können wir gebrauchen. Hä? Da ist doch ein Stego. Wo? Genau vor uns. Hey! Ich habe hier einen Terrorbird-Sackel. Sattel. Aber bestimmt für einen normalen dann. So, was wolltest du? Was wolltest du? Da, der Stego. Weißt du, was gut wäre? Hättest du als erstes einen anderen Dino geholt und den da reingeworfen. Aber egal, pass mal auf. Lass den mal schön runter. Lass den mal schön runter. Drüber? Warte. Nee. Doch, du warst ziemlich gut. So, warte, pass auf. Und runter. Oh Gott. Nein! Oh shit, ist der groß. Warte, er guckt die Tür an. Digga, du kommst da nicht raus. Warte, ich geh ihn mal besuchen hier. Pack mich mal hier auf den Stein. Hier unten, genau. So, ich will mal gucken, ob ich ihn jetzt von oben attackieren kann. Und du holst den zweiten. Oh Gott. Nee, von hier kann ich ihn nicht. Also muss ich ihn von hier attackieren. Alles klar. Holst du den anderen? Ja, aber erstmal gehe ich kurz runter. Ich muss selber meinen Stamina wieder aufbauen hier. Mist, er haut ab. Komm her. Halt, komm. Oh, shit. Problem ist, ich habe gar keine Rüstung. Das ist übelst gemein, ist das. Hey. Oh, Sünde, was mache ich denn hier? Ach, Narkobären hat einer von den Bibern drin. Narkotikgetränke, ich habe da über 200 drin. Ach so, stimmt, die von letzter Folge, ne? Ja, von Lili auch. Ich denke mal, das schaffen wir mit denen. Ach, komm her, Alter, Rache gibt es. Süß, ich packe ihn, den anderen, ne? Ja. Er bemerkt erst, dass ich ihn habe und dann fängt er an, ihn zu brüllen, so. Und flattern mit seinen Flügeln. Weißt du, was das Problem sein wird? Den ersten musst du, glaube ich, erstmal lassen. Okay, den ersten. Den erstmal wieder weg. Genau, bring den weg, weil du kannst du den packen, wenn er down ist. Hier ist ein T-Rex. Badass grüner Boden. Okay, dann pack den da weg, ne? Weil nicht, dass der verrecken tut. Ich setz das andere Vögelchen mal wieder hier hin. Aber kannst du den packen, wenn er down ist, den Alpha hier? Das geht nicht. Shit, wie machen wir das dann? Oh, hier spawnen lauter Kanus. Guck mal her, mein kleiner Freund. Oh Mist, wie machen wir das? Ja, nicht so frech werden hier. Warte, dann gucken wir, bei welchem Gehege er jetzt down geht. Dann machen wir das Gehege da kurz frei. Und einer kümmert sich darum und ich mach dann den nächsten down, weißt du? Will mich immer noch haben hier, der Kopfte. Alter, der will echt jetzt nicht down gehen. Hä? Okay. Was denn? Nee, irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie hat mich was angegriffen. Ich weiß nicht, ob er das war, weiß ich nicht. Alter, krass hält der diesmal jetzt viel aus. Oder lag das etwas ein bisschen an meinen Pfeilen? Oh, die Augen kamen wieder raus. Habt ihr es gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Die kommen öfters. Die kommen nicht nur einmal, die kommen mehrmals raus. Oh, ich kann...
kümmere mich mal verwacht. Eben. Der kommt fast um raus. Stego hier. Boah, hast du Licht angemacht? Ja. Super. Ich hab gedacht, es wäre jetzt jemand anderes. Oh, der ist sofort down gegangen. Wer denn? Der Stego? Der Stego. Du könntest mir. Oh Gott, der kommt fast raus. Er ist down, er ist down. Der isst ja normales Fleisch auch, ne? Ja. Pass auf. Wir müssen das jetzt kurz machen. Kümmer dich mal kurz um den Dings. Ich habe keine Narkotikdrinks mehr. Tu mal rein. Ja, ich muss erstmal. Ich habe keine mehr. Ich habe wirklich keine mehr. Ich habe 3 Stück gegeben. Ich könnte einen Narco-Berry könnte ich noch hingeben. Das war's. Warte. Ja, mach mal kurz. Ich muss zum Musi. Ja, das war's. Das war's. Ich muss ihn sonst attackieren. Also beeil dich. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Hast du, hast du, hast du? Aber noch nicht drinne. Ja, dann los. Jetzt. Jetzt? Okay, pass auf. Gib noch nicht alles, ne? Gib ein bisschen. Pass auf. Ich kümmere mich gleich um den. Ich muss jetzt kurz was machen. Auf der anderen Seite sind Stegos und so. Und Kanos. Die kannst du alle holen. Alle wie? Töten für Primate. Okay. Ja, als erstes muss ich das jetzt erstmal abbauen. Ja, seine Augen ploppen die ganze Zeit raus. Ja, das meinte ich. Bist du eklig. Sünde, was kann er denn dafür? So hat er eine weitere Sicht, ne? Chamäleon, so, weißt du, kann in allen Richtungen gucken. Ja, stimmt. Nee, oder wie eine Schnecke halt, so, weißt du, die kann ja auch so ihre Augen ausfahren. Ja, wie ich. So, jetzt muss ich gucken, was ich jetzt bauen kann. Oh, das lief aber ziemlich gut, ne? Das lief eigentlich ganz gut, das lief ganz gut. Muss ich sagen. Ein beautiful Vogel. So, ich würde mal sagen, 2 Stück brauche ich hier. Ein very beautiful Vogel. Hast du... Okay, das habe ich. Ich brauche kurz etwas, um die zweite Wand zu bauen. Aber ich hab gar nichts. Alter. Das haben sie aber verdient, ne? Das, was sie mit uns, also ich sag mal mit mir in der letzten Folge angestellt haben. Das war ja nicht gerade nett von denen, ne? Ja, vor allem, weil auch alle beide auf dich losgegangen sind, ne? Ja, und das kommt auch noch dazu. So, jetzt muss ich das jetzt... Ich hoffe, das klappt. Ja, ich denke mal, das müsste klappen. Was brauche ich denn dafür? Gut. Schnell besorgt. So, wo sind die? Wo sind die? Oh, Leute, 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 Leute. Alter, 2 Terrorbirds, ey. Ich glaub's nicht. Hier ist ein Baum irgendwie. Weiß ich nicht, da bin ich drin. Den kann ich nicht abbauen. Auch geil. Ah, der geht aber, der geht aber. So, ich komme. Alter Schwede. Pass auf, wenn ich sage jetzt, dann kannst du die Musi nehmen und kannst den zweiten holen. Bist du verrückt? Was machen wir mit dem hier? Den baue ich, ja, pass auf, das machen wir so. Ich kümmere mich ja um ihn, ne? Dann, wenn du ihn hier runtergelassen hast, dann kümmerst du dich um den, der hier draußen ist, und ich kümmere mich dann um den, der da drin ist, so. You know what I mean? Klar. So, du weißt, wir brauchen aber Fleisch noch. Okay, pass auf, geh los, hol den zweiten. Ich hoffe, alles zu? Ja. Tür ist zu. Alles klar, so. Oh, Leute, 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 Alter. Kümmer dich um ihn, weil das geht schnell runter, ne? Ja, kein Ding, kein Ding. Alter, wir haben 2 Stück, ey. 2. Aber der sieht richtig gut aus, ne, finde ich. Oh. Ich bin mal gespannt, wie der schwarze, den habe ich noch nie richtig von nahen gesehen, wie der aussieht. Okay, so, bist du soweit? Mein Dickerchen, wo bist du denn? Da bist du ja, hallo. Hast du ihn gefunden? Na, ah, und wieder macht er das. Er faucht und flattert mit seinen kleinen Flügeln. Er ist so süß. Er faucht? Ja, das heißt faucht, er brüllt, aber ich finde das wie so ein niedliches Fauchen. Niedliches Fauchen, das Vieh. Wie schnell geht das eigentlich runter? Sehr schnell. Hast du ja gesehen letztens, was bei dem Einfass passiert wäre. So, ich bin da. Ja, in der letzten Folge war es richtig krass. Okay, lass ihn runter. Warte. Sicher? Warte. Nein, 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 weiter vorne, weiter nach vorne. Warte, du musst weiter runter. Flieg fast in das Ding rein. Ich flieg wieder so wie letztens. Alter. Das wäre richtig daneben gewesen. Warte, warte, warte. Runter, runter, runter. Weiter weg, weg, weg. Weiter nach vorne, weiter nach vorne. Ich kann gerade nichts machen. Ja, weil du gegen ihn... Ich steck in ihm fest. Geh mal, lass ihn los. Ich steck fest in dem Terrorbird bei mir. Versuch mal hoch. Boah, Mist. Nochmal, nochmal, nochmal. So, pass auf, wo bist du denn? Ah, so musste ich fliegen, genau, so war das ja. So, warte, lass ihn runter. Oh, du, verfehlt, verfehlt, verfehlt. Pack ihn dir, pack ihn dir, pack ihn dir. Wo ist er denn? Da vorne am Fluss. Okay. Alter Schwede, Alter. Hab ich ihn? Nee. Ich weiß nicht, ob... Nee, hast du nicht. Oh, oh, richtig fail.
Kümmer dich mal kurz um diesen Biber, der will ihn, glaube ich, töten. Nee, das ist mir egal mit dem Biber. Pack den einfach. Achso, hast du ihn schon? Ja. Ja, dann diesmal richtig rein. Pass auf. Oh, hier, Biber, komm, weg hier. So, pass auf, weiter nach vorne, weiter nach vorne. Runter, runter, runter. Ja, jetzt bin ich schon drüber. Oh. Sie kann das, sie kann das. Soll ich das machen? Der Bronto und ein T-Rex kommen. Der ist doch nicht schlimm. Alter, nein, 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 nein. Wehe, 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 wehe. Oh, fuck. Okay, alles gut, alles gut. Der Bronto will ihn töten. Ja, warte. Kümmer dich um den Bronto, er kommt. Ich kümmere mich erstmal hier um den Alpha Terrorbird. Ja, nimm mal den Bronto. Ja, er schlägt zu. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Der Terrorbird hat genug Energie. Oh, Alter, ich komme nicht zu ihm hin. Und. Oh, und da der Potion T-Rex geht da hinten ab. Hm. Alter. Ja, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm, den kannst du weglocken. So, pass auf, ich muss das kurz zu. Was ist mit dem Bronto? Alter. Der ist weg, der ist down, der ist erstmal down. Der steht nicht auf. Los, ich muss auf den. Ey, das muss jetzt schnell gehen. So, warte. Oha, ja, gut. Er ist drinne, er ist rausgeploppt. Sag ich ja, er ploppt raus. Nee, warte, warte. Lass ich steck wieder in ihm fest. Ja, dann los, mach weiter. Warte, ich sehe nichts mehr. Ja, sehe ich gerade. Alter, krass. Oh, ich hätte mal hier fliegen sollen. Nein, Alter, du steckst mit Musi und dem Terrorbird steckst du hier fest. Ho. Ich komm nicht hoch. Ja, dann pack ihn nochmal. Geht nicht. Ich steck fest in dem Ding hier. Ja, warte, dann pass mal auf. Steig mal ab. Ah, jetzt. Nee. Och, Mann, versuch einfach. Ich kümmere mich noch um ihn. Musi geht gleich down. Pass auf. Warte. Sie geht down. Pass auf, flieg mal hoch. Ich kann nicht mehr, ich habe kein Stamina mehr. Das war's. Ja, pass auf, kümmer du dich um den Alpha hier. Ich komme hier nicht weg, Musi wird sterben. Das ist mir... Oh, warum stirbt die? Lass sie mal und... Oh Gott, erst... Pass auf, geh mal. Ich sterbe. Hol unsere Dinos. Oh, fuck. Och, Mist, ich hätte ihn fliegen sollen. Nein, ich steckte da drin. Ich bin auch tot. Ich konnte nicht wegrennen. Ernst? Ich konnte nicht wegrennen. Oh Gott. Oh, jetzt baut es sich hier hinten erstmal auf. Oh, oh. Jetzt sehen wir gleich oben Anzeige, alle tot. Nee, ernsthaft jetzt. Wen nehme ich denn? Jule Gamer, wo ist er denn? Da. Oh Mist. Leute, wir müssen jetzt... Also, ich schalte jetzt ganz kurz weg. Also, bis gleich. Jetzt greift er uns Leute, an. Hier bin ich jetzt wieder. Ich habe die Musi eingesammelt. Jule Gamer, komm mal mit. So, die Musi war zum Glück in der Luft. Oh Gott, irgendwas wird da... Der Eifer-Dings greift den Eifer-Terrorbird an. Warte, ich versuche ihn zu packen. Oh, shit. Ich hoffe, ich habe den richtigen. Hab ich? Nee, du hast den Dusako. Oh, shit. Alpha-Terrorbird has been defeated. Ja, unsere haben ihn getötet. Ja, ich wollte den aber haben. Ja, ist egal. Kümmer dich mal um den anderen Kleinen hier. Ist er da? Ist er hoch? Nein. Oh, dieser Scheiße, Alter. Häng ich jetzt Alter. Fest, ey. Och, das wäre so schön gewesen. Hätten wir beide gehabt, aber... Ja, das nächste Mal weiß ich, ich flieg die Musi. Oh, wo ist er denn? Ach Mist, ey, ich wollte ihn angucken. Hier ist dein Körper. Oh, Mann. Ja, mein Körper ist mir eigentlich scheißegal, aber... Oh. Ich hätte so gerne einen Terrorbird gehabt, weil das waren eigentlich die drei Stück... Was ist denn das jetzt? Das war der Female, ne? Nein, das war auch ein Männchen. Das waren beides Männchen. Nee, ich meine, was unser jetzt ist. Ist ein Weibchen. Okay, gut. Oh. Okay, dann pass mal auf. Du bist bei denen, ne? Ich hol mal kurz Primate. Ei, das glaub ich nicht, ey. Ey, nein. Fuck. Oh, Mist. Wir hätten uns hier ein Bett hinbauen müssen. Wir hätten uns wirklich hier ein Bett bauen müssen, damit das etwas schneller geht. Ich glaube, hiervon hat jetzt keiner, ne? Wir hätten den... Der Alpha Terrorbird hat eine Menge von Raw Primate. Ich komme. Gut, dass der Alpha Terrorbird jetzt da war, sonst wären unsere kompletten Dinos gestorben. Alle. Oh Mann, du bist so sprachlos. Bist du geschockt? Nö. Nee? Sicher? Ja. Also ich habe gedacht, unsere ganzen Dinos sterben. Aber er hat's gut gemacht hier. Alpha Terrorbird. Der braucht einen richtig krassen Namen.
So, ein bisschen auf Melee-Damage, damit er noch stärker ist. Eigentlich müssen die anderen doch jetzt auch. Hä? Die anderen haben gar nicht so viele Erfahrungspunkte gekriegt von dem. So, ich guck mal, was die anderen hier haben. Achso. Ich habe jetzt gedacht, der Feuerdings lebt jetzt auch noch. Gut ist ja, der andere Alpha Terror Bird hat ihn ja angegriffen, aber er hat irgendwie keinen Schaden bekommen. Also war das ein Bug von dem Spiel. Wie? Also war das unser Glück, weil hier vorne lag ein Hamster, wollte ich gerade sagen. Ein Biber. Ein Hamster, ein Hamster. Und den konnte ich auch nicht abbauen. Ich glaube, das war gerade voll der Fehler. Naja, mal von gucken. Von dem Spiel. So Leute, also wir sind gleich wieder da. Der braucht natürlich wieder ein bisschen. Also, bis gleich. Yeah, willkommen wieder zurück. Und zwar, der Typ hier muss, ja doch, der Typ, der muss nur noch einmal essen. Und dann geht's wieder unbedingt zurück ins Lager. So, dann müssen wir jetzt gleich fressen. Ja? Sollen wir das hier einfach hier stehen lassen? Ja, ne? Lass einfach stehen, jo. Du brauchst ein Bett rein und fertig. Da läuft ein Oviraptor vor irgendwas weg. Da ist ein großer Oviraptor, sogar in lila. Cool. Der sieht hübsch aus. Jo! Alter, yeah. Hast gesehen, die Bewegung? Krass. Ja, wie machen wir das jetzt? Also Leute, wir versuchen die jetzt irgendwie ins Lager zu bringen. Das dauert halt natürlich. Deswegen schalten wir hier auch erstmal wieder weg. Wir versuchen aber, ich sag mal, dass alle überleben. Wir versuchen das jetzt irgendwie zu schaffen. Plattform haben wir leider für den Musi noch nicht. Aber das schaffen wir, das schaffen wir. Falls was passiert, wir schalten es rein. Also, bis gleich. Oh, der Spino, der kommt genau der richtig kommt rein. Der kommt direkt perfekt rein. Alter. Ach, wir werden angegriffen von den Schildkröten. Ach, das ist nicht schlimm. Leute, wir haben es jetzt geschafft. Terrorbird, sind alle drin? Alle drin. Mach schnell zu, ja. Super, 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 super. Oh. Wir sind jetzt erstmal bei unserem alten Lager drin, weil wir müssen manche fliegen. Das klappt gar nicht, weil der Sarko, der ist... Alter, wir haben bestimmt um die 20 Minuten gebraucht, um hierher zu kommen. Aber Problem wird jetzt, wir müssen hier wirklich fliegen. Da ist ein Alpha, den könnten wir tame sogar. Und ja, I don't know. Und ich habe gerade eine Spinne gesehen, die läuft hier rum. Die könnten wir eventuell auch in der nächsten Folge einfach mal so zwischendurch mitnehmen. Und dann wird halt ein bisschen gebaut. Und dann mal schauen. Ja, das war es auch wieder von der weiteren Folge Ark. Was? Ich habe aus Versehen unser Krokodil getötet. Ist nicht schlimm. Ach, und was ich euch noch zeigen wollte. Passt mal auf. Terrorbird. Wo wollen wir denn hin hier? Passt mal auf. Guckt euch das mal an, wenn die gehen. Ist das nicht süß? Naja, auf jeden Fall war es das wieder von der weiteren Folge Ark. Wenn sie euch doch gefallen hat, lasst doch einfach einen Kommi oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.